Hallo Freunde der Aquaristik. Heute seht ihr den zweiten Teil der Miniserie Fische für Anfänger. Den ersten Teil könnt ihr, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, hier oben finden. Fangen wir einfach mal an mit einem meiner Lieblingsfische, dem braunen Orgeta Hanischwels, Otothyropsis pyrebebui. Der braune Otto, wie man ihn auch nennt, hat eine ganz enorme Reinigungsleistung, was die Beseitigung von Algen angeht. Er wird nur etwa 4 cm groß und hat eine Temperaturtoleranz von 18 bis 24 Grad. Über 24 Grad sollte man ihn möglichst nicht halten, da er aus kühleren Gewässern kommt. Er möchte einen pH-Wert von 6 bis 7,5 bei einer Gesamthärte von 2 bis 15 Grad. Da der braune Otto nicht so intensiv im Schwamm herumschwimmt, sondern eher einzelgängerisch an den Scheiben und den Blättern hängt, würde ich ihn auch für kleinere Aquarien sehen, ab 50 cm. Wie schon gesagt, seine Reinigungsleistung gegen Algen ist also ganz außergewöhnlich. Allerdings sollte man keinen Fisch allein wegen seiner Funktion kaufen. Allerdings ernährt sich der braune Orgeta Hanischwels auch hauptsächlich von Aufwuchs, das heißt also auch von Biofilmen, die er überall mit Begeisterung abweidet. Wenn im Aquarium entsprechend ausreichend Biofilme vorhanden sind, weil zum Beispiel die Filterung so ausgelegt ist, dass sie sich hauptsächlich im Aquarium selbst befindet, dann sind immer ausreichend Biofilme da, damit sich der Fisch ernähren kann. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass die Tiere, selbst wenn ich ihnen Futter reiche, völlig uninteressiert daran sind. Die nehmen es einfach nicht an, weil sie genug anderes Futter finden. Trotzdem sollte man den Fisch nicht alleine halten, sondern in Gruppen ab 5 Tieren. Jetzt kommen wir wieder zu einem Lebendgebärenden, und zwar dem Papageienplati, Xiphophorus variatus. Ein sehr attraktiver Fisch, der also in verschiedenen Farbformen vorkommt. Der Papageienplati wird 5 bis 6 cm groß, bei einer Temperaturtoleranz von 18 bis 25 Grad. Ein pH von 7 bis 8 und einer Gesamthärte von 10 bis 25 Grad. Er eignet sich für Aquarien ab 60 cm. Der Papageienplati lebt hauptsächlich im mittleren Bereich des Aquariums, wobei er also auch gerne zur Wasseroberfläche geht und dort auch schon mal die Wasseroberfläche ablutscht. Man sollte den Papageienplati mindestens paarweise halten, eher in größeren Gruppen, weil sie sich gerne untereinander ein bisschen behaken. Wie schon gesagt, vom Papageienplati gibt es mehrere Farbvarianten. Eins haben alle gemeinsam, sie sind besonders schön. Der Plati ist auch ein sehr unempfindlicher Fisch für den Anfänger. Auch bei der Ernährung stellt er keine besonderen Ansprüche und nimmt alles, was man ihm anbietet. Jetzt kommen wir mal zu einem sehr interessanten kleinen Barsch, und zwar dem scharlachroten Zwergbarsch Dario Dario. Dieser kleine Barsch wird bis zu 3 cm groß, hat einen Temperaturbereich von 20 bis 26 Grad, bei einem pH-Wert von 6,5 bis 8 und einer Gesamthärte von 2 bis 15 Grad. Er eignet sich für Aquarien ab 50 cm. Man sollte dem scharlachroten Zwergblaubarsch eine sehr strukturierte Einrichtung zur Verfügung stellen, mit vielen Pflanzen, zwischen denen er sich gerne versteckt. Man wird ihn also nicht ständig zu Gesicht bekommen, und wenn man Glück hat, vermehrt er sich auch im Aquarium. Man sollte diese Tiere nur paarweise halten, und was besonders wichtig ist, die Dario Dario fressen schwerpunktmäßig Lebendfutter. Es ist sehr schwer, sie auf Ersatznahrung umzustellen. Kommen wir nun zum Schachbrett Zwergpanzerwels, zum Corydoras habrosus. Auch ein wunderschöner kleiner Panzerwels, auch für kleinere Aquarien geeignet. Er wird nur etwa 3 bis 4 cm groß, bei einer Temperaturtoleranz von 20 bis 26 Grad. Er mag einen pH-Wert von 6 bis 7,5 bei einer Gesamthärte von 2 bis 20 Grad. Er eignet sich für Aquarien ab 60 cm und sollte in Gruppen gehalten werden von mindestens 5 Stück. Der Zwergpanzerwels zeichnet sich dadurch aus, dass er also im Gegensatz zu den meisten anderen Panzerwelsen also durchaus auch mal in der Gruppe freischwimmt und dann durch das Aquarium zieht. Er ernährt sich von Aufwuchs, von Futterresten, die sich auf dem Bodengrund befinden, Lebendfutter,
gerne auch mal Tubifex, aber nimmt aber auch gerne einfach Trockenfutter, Futtertabletten oder Granulatfutter. Ein wunderschöner kleiner Fisch ist auch Axelrots Zwergbärbling, Rasbora axelrodi. Er wird nur etwa 2 bis 3 cm groß, bei einer Temperaturtoleranz von 23 bis 28 Grad. Er kommt mit einem pH-Wertbereich von 5,5 bis 7,5 sehr gut klar, bei einer Gesamthärte von 10 bis 15 Grad. Durch seine geringe Größe eignet er sich also auch für Aquarien ab 40 cm. Dieser wunderschöne kleine Gruppenfisch sollte in Gruppen ab mindestens 5 bis 7 Tieren gehalten werden. Wenn er sich besonders wohl fühlt, sieht er ein wenig aus wie ein etwas blasserer roter Neon, aber in klein, also eine sehr kleine Ausgabe davon. Entsprechend seiner Größe sollte auch das Futter entsprechend klein gewählt werden. Man kann ihn also auch sehr gut mit frisch geschlüpften Artemia-Nauplien ernähren. Er nimmt natürlich auch zerriebenes Trockenfutter, kleines Granulatfutter und kleine Lebendfuttersorten. Er bewohnt hauptsächlich die mittleren Wasserregionen. Kommen wir jetzt zum Kardinalfisch, dem Tanychtys albonubis. Einer der ältesten Aquarienfische überhaupt, aber trotzdem wunderschön. Früher hat man ihn auch gerne den Neon des kleinen Mannes genannt, weil er also wunderbare Farben zeigt. Er ist besonders anspruchslos, was seine Pflege und seine Temperaturbereiche angeht. Er wird nur etwa 4 bis 4,5 cm groß und verträgt Temperaturen von 16 bis 25 Grad. Am besten zu pflegen ist er in einem pH-Bereich zwischen 6,8 und 8 bei einer Gesamthärte von 5 bis 25 Grad. Gehalten werden sollte er in Aquarien mit mindestens 60 cm Länge. Der Kardinalfisch ist ein Gruppenfisch und sollte entsprechend in einer Gruppe von mindestens 5 bis 7 Tieren gehalten werden. Er ist ein lebhafter Fisch, der eigentlich in allen Aquarienbereichen vorkommt, wobei schwerpunktmäßig hält er sich im mittleren Bereich auf. Die Ernährung des Kardinalfisches ist extrem unproblematisch. Er nimmt alles, was man ihm anbietet. Die Pastellgrundel, Tatandina, Ocellicauda oder auch Schwanzfleckschläfergrundel genannt, ist ein extrem attraktiver Fisch und so ziemlich die farbenprächtigste Grundel im Süßwasserbereich. Sie wird etwa 6 bis 7 cm groß bei einer Temperatur von 22 bis 26 Grad. Ideal hält man sie bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5 und einer Gesamthärte von 5 bis 15 Grad. Sie eignet sich für Aquarien ab 60 cm. Die Pastellgrundel ist eher ein Fisch der unteren Aquarienbereiche, versteckt sich gerne und benötigt für ihr Laichgeschäft eine Höhle. Sie ist halt ein Höhlenbrüter. Entsprechend sollte man diese Tiere möglichst paarweise halten und ihnen ein gut strukturiertes Aquarium anbieten. Wie gesagt, die Pastellgrundel ist ein sehr ruhiger Fisch, den man also sehr gut mit Lebendfutter und Frostfutter ernähren kann. Ein weiterer kleiner Fisch ist der knurrende Zwergkorami Trichopsis pumila. Es handelt sich dabei um einen der kleinsten Labyrinthfische und seinen Namen hat er daher, dass er also durchaus knurrende Geräusche von sich gibt, die man also durchaus deutlich hören kann. Er wird nur etwa 4 cm groß, beim Temperaturbereich von 24 bis 28 Grad. Der empfohlene pH-Wert liegt bei 6 bis 7, bei einer Gesamthärte von 5 bis 15 Grad. Er ist zu halten ab einer Beckengröße von 60 cm. Idealerweise hält man die Tiere auch paarweise, wobei sie wie die meisten Labyrinther eher im oberen Bereich sich aufhalten, aber durchaus auch im mittleren Bereich. Sie benötigen für besondere Farbenpracht eine hohe Sicherheit durch Schwimmpflanzen an der Oberfläche und auch ein strukturiertes Aquarium, weil sie sich also auch gerne zwischen Pflanzen verstecken. Der knurrende Zwergkorami schillert in allen Farben des Regenbogens und ist damit einer der schönen Labyrinthfische. Die Ernährung ist bei diesen Fischen auch sehr unproblematisch. Sie nehmen eigentlich alles, was man ihnen anbietet. Aber auch hier ist natürlich zu sagen, dass man am besten Lebendfutter füttert oder Frostfutter, was reichlich
in den Geschäften vorhanden ist. Ein weiterer Fisch, der schon sehr lange in der Aquaristik bekannt ist, ist der Zebrabärbling Daniorerio. Es gibt auch eine Farbmorphe, die man also teilweise als Morphe, also als Farbmorphe des Zebrabärbling ansieht. Teilweise wird er also auch mit eigenem Namen bezeichnet und dann nennt er sich Danio Franchei. Für beide Fische gilt ungefähr das Gleiche. Der Zebrabärbling kann eine Größe von maximal 5 bis 6 cm erreichen und hat eine Temperaturtoleranz von 18 bis 28 Grad. Er kommt mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 gut klar bei einer Gesamthärte von 5 bis 25 Grad. Der Zebrabärbling eignet sich für Aquarien ab 60 cm Länge. Dieser Fisch ist ein sehr lebhafter Gruppenfisch. Entsprechend sollte man ihn auch wieder in Gruppen von mindestens 5 bis 7 Tieren halten. Er bewegt sich schwerpunktmäßig im mittleren bis oberen Aquarienbereich. Die Ernährung des Zebrabärblings ist auch äußerst unproblematisch. Er nimmt alles, was man ihm anbietet. Der letzte Fisch auf meiner Liste ist auch ebenfalls ein schon seit vielen, vielen Jahren bekannter Vertreter der Salmler, und zwar der Neontetra, Parachairodon inesi. Sein Rot und sein Blau sind legendär und dieser Fisch ist eigentlich nur noch als Nachzucht im Handel. Wildfänge sind eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Dadurch eignet er sich also auch sehr, sehr gut für Anfänger. Der Neontetra wird ungefähr 3 bis 4 cm groß und hat einen Toleranzbereich, eine Temperaturtoleranz von 20 bis 27 Grad. Er fühlt sich wohl bei einem pH-Wert zwischen 5 und 7,5 und einer Gesamthärte zwischen 2 und 20 Grad. Auch er eignet sich für Aquarien ab 60 cm. Dieser wunderschöne, lebhafte Salmler sollte also auch in Gruppen von mindestens 5 bis 7 Tieren gehalten werden. Sein bevorzugter Aufenthaltsraum ist auch das mittlere Aquarium. Was die Ernährung angeht, ist auch der Neontetra äußerst anspruchslos und nimmt alles, was man ihm anbietet. So, jetzt haben wir auch den zweiten Teil durch und ich freue mich, dass ihr Interesse an der Aufzählung habt. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Fische als Anfänger gehalten habt, beziehungsweise wenn ihr jetzt noch Anfänger seid, ob euch diese Fische zusagen. Denkt bitte dran, ein Abo dazulassen und vergesst nicht, den Daumen hoch zu machen. Vielen Dank für euer Interesse.